Sag mal, was war denn das eben? Ich glaube, die Bremsen sind kaputt. Mir ist das letzte Mal schon aufgefallen, dass die nicht richtig anspricht. Ja, da wäre ja schon vor 3 Monaten die jährliche Prüfung fällig gewesen. Die regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln ist für deren sicheren Betrieb unerlässlich. Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen. Erstens, Erfassen der prüfpflichtigen Arbeitsmittel. Zweitens, Auswählen und Beauftragen von befähigten Personen. Drittens, Einhalten der Prüffristen. Viertens, Dokumentieren der Prüfergebnisse und fünftens, Beseitigen der festgestellten Mängel. Was für prüfpflichtige Einrichtungen habt ihr denn hier im Betrieb? Ja, Kran, Ketten, Seile, Gabelstapler, kraftbetriebene Tore, Pressen. Ja, dann schaue ich bei den Kranen. Sind die Daten erfasst, ist der Organisationsaufwand relativ gering und die Gefahr von Arbeitsunfällen wird deutlich verringert. Und nicht zuletzt werden störungs- und wartungsbedingte Produktionsausfälle vermieden. Das zentrale Organisationsinstrument ist eine Prüfliste, in der alle prüfpflichtigen Arbeitsmittel und Anlagen erfasst sind.